So, willkommen zurück zu einem neuen Video, beziehungsweise heute das zweite Video. Wir haben eben gerade schon das Video abgedreht mit dem Heckteil, mit dem Fender. Dass es schnell ging, das wussten wir. Dass es so schnell geht, wussten wir denn nun doch nicht. Aber eh noch so viel umbauen, würde ich sagen, womit starten wir, Noel? Wir starten mit, wir bauen jetzt einfach mal die Krümmerblenden ab. Brauchen wir dazu Ratsche und die schöne Nuss. 5/16. Kannst wahrscheinlich auch eine 8er nehmen. So, wenn du mal herkommst, Noel, ist mal für euch jetzt mal relativ einfach, jetzt die Hitzeschutzbleche zu tauschen. Ja, guck mal, die sind sogar schon angelaufen nach den paar Kilometern. Die sind einfach bloß mit, ja, ich sag mal, wie Art Schlauchschellen verbunden. Das tut ganz einfach gehen. 3 Stück haben. Ja. 1, 2. Hier sitzt noch eine. Hier unten sitzt noch eine. Guckt ihr das an hier? Da. Müsst ihr natürlich ganz öffnen. Ah, wir machen noch so viel, ne, Noel? Trittbretter, Griffe. Ebhänger werden wir wahrscheinlich nicht machen. Wir haben zwar einen da. Das können wir euch auch zeigen, sobald wir in die Richtung mit den Videos Richtung Lenker kommen. Wie das aussehen würde. Also, aber ich habe das schon mal angetestet. Und ich glaube, ach, das passt nicht. Und gefällt mir auch nicht so. Oder was hast du, Noel? Ich sehe das genauso. Stand das ja auch so im Drehbuch drin. Ne? Sprich, also alles, was wir sagen, ist hier nicht frei nach Schnauze, sondern komplett nach Drehbuch. Ey, glaubt es bloß nicht. Kein Drehbuch, wir machen. Guck, mal weiter abschrauben. Wir machen hier keine Vorbereitung, sondern wir zeigen so, wie es wirklich ist. Ja? Und nicht so wie manche, die dann ein Video drehen. Weiß ich, keine Ahnung, wie so ein Rad ausbauen. Zeigen im Video, wie das innerhalb von 5 Minuten funktioniert und haben aber selber 3 Stunden gebraucht und nur geflucht. Ja. Mal hier die Chromkacke runterholen. Guck mal, zack! Kurz und schmerzlos Hitzeschutzblech abgebaut. Wie viel haben wir denn da dran? 1, 2, 3. Komm, lass uns gleich beide abbauen. Dann haben wir das hinter uns. So, 1. War hier nicht noch einer? Da ist noch einer. 2. Geil finde ich aber diesen neuen Werkzeugkoffer, den ich gekauft habe, dass die Nüsse da nicht starr drauf sind. Ne? Also die haben wirklich echt einen beweglichen Kopf. Ne? Das finde ich richtig geil. Der eigene Spanngurt im Weg. Siehst du, wie man sieht, nichts vorbereitet. Hier oben kommst du echt bescheiden ran hier, weil der blöde Spanngurt im Weg ist. Ich finde, sowas gehört dazu, ne? Also, keine Ahnung, Schrauben ohne Fluchen ist halt irgendwie nicht Schrauben. Tada! Gut, aber ich überlege gerade, ob das jetzt Sinn macht, die schon anzubauen, weil wir müssen hier auch noch alles abbauen. Für das Airride-Fahrwerk, nicht, dass wir uns das schöne Schwarze zerkratzen, weißt du? Ich würde sie mal ranhalten, aber nicht anbauen. Einfach, damit man das mal sieht. Krümmerschutz-Hitzeblech. Da haben wir eins. Vorsichtig sein mit dem Messer, nicht, dass wir gleich den Lack zerkratzen hier. Und soll ich dir was sagen? Ich wette mit dir, in dem Karton, wo die drinne waren, ne, die sind ja von Thunderbike. Und ich wette mit dir, den Karton haben wir weggeschmissen, richtig? Höchstwahrscheinlich. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass da auch die schwarzen Schellen drinne waren. Also ich finde, es passt mit den Chromen richtig gut zusammen. Ja. Wir machen ja so eine Mischung aus Chrom und Schwarz. Weißt du was, lass uns mal den anderen auch noch auspacken. Vielleicht ist da ja, vielleicht sind da die Schellen drin. Oh Gott. Was, hast du mich gerufen? Hast du mich gerufen gerade? Nee, nee. Achso, weil du gesagt hast, Gott. Pass auf, hier sind die Schellen auch nicht. Die Schellen weggeschmissen? Also entweder haben wir sie weggeschmissen oder es waren keine mit bei. Wenn keine mit bei sind, muss ich ganz ehrlich sagen, das recherchiere ich nochmal. Weil wenn keine mit bei sind, ist der Preis natürlich schon extrem hoch. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, was die Dinger gekostet haben, aber die lagen bei über 200 Euro. Und nicht runterfallen, jetzt gleich zerkratzt. Was sagst du? Mhm. Ich sag, sieht richtig geil aus. Gut, zur Not müssen wir halt die alten Schellen wieder verwenden, so kein Thema. Aber so würde das aussehen, auch das ist natürlich ein Punkt, wo man sagt,
viel Optik innerhalb von kürzester Zeit umgesetzt. So lose raufgelegt, sage ich dir so wie es ist, da fallen uns die Teile einfach runter. So, packen wir die mal hier wieder vorsichtig ein. So, jetzt haben wir das auch schon fertig. Also weiß fertig, fertig nicht, aber wir haben den Umbau da schon mal gemacht. So, was würde ich denn jetzt mal gucken, was wir jetzt noch machen? Haben wir das ja im Kasten, wa? Ja, sag ich dir doch. Echt, ey. So, Noel, was machen wir denn jetzt als nächstes? Wir bauen die Griffe um? Mhm. Ja, gut, bauen wir die Griffe um. Griffe. Dann bauen wir erstmal unsere Spiegel ab, die brauchen wir auch nicht mehr. Schon wieder. Siehst du, da fehlt nur was. Normalerweise habe ich immer nur Schrauben übrig. Und ganz ehrlich, die Nuss wird sich auch nie wieder anfinden, glaub mal. Oh, hat Zoll. Und dann schrauben wir mal hier die runter. Hier haben wir auch schon, wenn du es mal hier vorne guckst, wir haben jetzt hier auch schon die anderen Blinker drunter gebaut. Ja. Da müssen wir natürlich jetzt mit aufpassen, wenn wir das jetzt abnehmen, dass die uns nicht jetzt auch noch runterfallen. So. Aber dürften sie eigentlich nicht, weil die bleiben am Kabel hängen. Zip. Spiegel Nummer Uno. Wie gesagt, jetzt machen wir hier mal schnell die Spiegel schon mal ab, weil wir die sowieso tauschen. Das ist natürlich nicht notwendig, das zu machen, wenn du die Griffe tauschen willst. Ne? Dafür ist das nicht notwendig. Aber wir machen das halt, weil wir sie eh abbauen. Oh, ich kann das nicht sehen. Ohne Brille ist das echt scheiße. Ey. Denk mal dran, du brauchst heute deine Brille. Aber guck mal, geht auch ohne. So. Relativ einfach, lösen wir oben die Schraube an, ja, von der Halterung vom Kupplungshebel. Und das ist jetzt ein Phänomen, weißt du, das ist mir schon 100.000 Mal aufgefallen, da ist oben eine Torx-Schraube drin, ja, so, das ist original. Dann lässt du dir von Harley einen Kestech-Klappenauspuffanlage anbauen und dann hast du die untere Schraube, nämlich keine Torx mehr, sondern hast einen Imbus. Der ist zu groß. Aber wie gesagt, das habe ich nie verstanden. Ja, ist er. Da habe ich nie verstanden, warum das so ist. Weil da muss ich jedes Mal das Werkzeug tauschen. Ja. Um daran zu kommen, wo ich hin will. Ich war zweimal der Meinung, das sind doch. Das ist doch eine andere Größe. T25. Was, deine Mutter? Deine Mutter. Ein T25. Ich sage, jo, dann haben wir das. Er sagte, das ist deine Mutter. Wo ist das die andere? Da. Ist das die Kamera, die da so surrt, oder was? Mhm. Oh. Ah, ja, ja, alles klar. So, jetzt nehmen wir die auch raus. Zack. Eigentlich, habe ich noch irgendwo eine vergessen? Waren das bloß nur zwei? Tada! So, und jetzt zeige ich euch, wie man den Griff abmacht. Hierzu benötigt ihr ein handelsübliches Cuttermesser. Tut hier oben ansetzen und tut so lang schneiden. Vielleicht noch mal ein zweites Mal nachsetzen. Guck mal. Und so schnell ist ein Griff gewechselt. So, jetzt mal gucken. Wir haben Griffe irgendwo, ne? Avon-Griffe. Eine schöne, schlanke Metallgriffe, keine Gummigriffe, schön angeraut. Wo haben die überhaupt her? Die habe ich direkt bei Harley gekauft, siehst du? Der Gasgriff und einmal der Nicht-Gasgriff sozusagen. Und jetzt, also, ne, der andere. Und jetzt, erkläre ich euch das mal. Ich habe es aber auch schon im anderen Video über das Trittgleich gehabt. Die haben hier drin eine Verzahnung. Ich weiß nicht, ob du das sehen kannst. Da ist eine Verzahnung innen drin. Das ist nämlich für den elektronischen Gasgriff, weil wir haben ja hier keine Baudenzüge mehr. Den tut ihr jetzt hier einfach raufschieben. Das ist ja mal cool. So. Weiß ich mir nicht. Das ist das Einzige, was ich mir nicht weiß. So, auf so rum oder so rum.
jetzt den Rest mit Gewalt draufschieben, damit wir auch den Lenker nicht noch ein bisschen breiter machen, als er ist, ne? So. Das ist im Endeffekt schon alles. Schrauben rein, ausrichten, fertig. Ich muss dazu sagen, dass der Griff jetzt hier links noch schwieriger ist als der Griff rechts, weil rechts wird er ja wirklich bloß raufgesteckt. Die Seite geht besser übrigens. Und viele denken sich immer dann, ja, und ich möchte gerne mal die Griffe wechseln, aber ich habe einen elektronischen Gasgriff. Da haben die den Panik vor, den zu tauschen. Dabei ist der einfacher als alles andere. So, also einmal abnehmen wieder. Nicht runter. Doch, jetzt so zack, zack, zack. So, warte. Guck mal. Das ist die Montage elektronischen Gasgriff. Und jetzt den neuen ran. Guck, hier hast du die Verzahnung von dem elektronischen Gasgriff, der dann hier in dem Griff im Prinzip einfach nur mit einhakt. So. So. Zack. So. Das war's schon. Oh, jetzt habe ich die Scheibe verloren in meiner Tasche hier. So, machst du die Schraube hier oben wieder drin. Das ist eigentlich alles. Das ist echt nicht doll, ne? Mit zwischen logischem Menschenverstand sollte man das auch hinkriegen. Ohne jetzt großartig ein Schrauber zu sein. Logischer Menschenverstand. Was ist logischer Menschenverstand? Gibt es eine Definition für? Aber ich würde sagen, wir geben erstmal zurück an den Zentralsender, ja, und sagen jetzt erstmal Tschüss und bis später. Und ja, wir müssen kurze Pause machen. Auch wir müssen mal was essen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, Daumen, Glocke, Insta, weiß ich, was alles gibt. Macht einfach. Rinnehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.